Hallöchen und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und auch an alle Abonnenten, die bei mir neu dazugekommen sind. Ich möchte euch heute So wie Kupfer und Gold von Jane Nickest vorstellen und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Als erstes möchte ich sagen, dass das hier zwar ein Leseexemplar ist, ich habe mir den Band aber gebraucht gekauft und war ein bisschen verwirrt, weil ich ja weiß, dass man Leseexemplare eigentlich nicht verkaufen darf. Jetzt habe ich aber eben das als Leseexemplar. Und in dieser Story geht es um die 17-jährige Sophia. Ihr Vater ist vor kurzem gestorben und sie und ihre drei Geschwister leben ja in eher ärmlichen Verhältnissen. Jetzt nimmt sich ihr Patenonkel ihre an und lädt sie zu sich ein und möchte auch, dass sie bei ihm wohnt. Und sie nimmt das Angebot natürlich sofort an, denn ein Traum wird für sie dadurch wahr. Und es ist auch so, dass sie sich erhofft, natürlich in die reicheren Kreise aufsteigen zu können und dadurch auch ihre Familie besser unterstützen zu können. Und deswegen reist sie zu ihrem Patenonkel und zieht dort bei ihm ein. Sie findet das auch alles total toll. Ihr Patenonkel ist sehr charmant und gut aussehend, aber schon bald merkt sie, dass mehr hinter dieser Fassade steckt oder dass doch viel nicht so schöne Dinge hinter dieser Fassade lauern. Die Erzählung ist in der Ich-Form aus Sophias Sichtweise geschrieben. Es fängt hier an, wo sie gerade beim Onkel auf seinem Besitz eintrifft und auch das ganze Buch spielt sich ausschließlich eben auf dem Besitz von ihrem Patenonkel Bernard ab. Ich fand, Sophia ist gerade am Anfang ein sehr naiver und leichtgläubiger Charakter. Man sieht aber schon auch eine positive Entwicklung so im weiteren Verlauf dann der Story. Das konnte aber leider auch nicht so wirklich darüber hinweghelfen, dass es die ganze Zeit schon eine sehr düstere und niederdrückende Stimmung hier drin ist. Und ich habe auch schnell, relativ schnell am Anfang gemerkt, in welche Richtung das geht. Und das Ende war dann für mich auch nicht wirklich mehr überraschend. Von der Handlung und der Atmosphäre her war das schon so konstant gleichbleibend, wodurch das für mich auch oft zwischendurch ziemlich langweilig wurde. Außerdem finde ich, erinnert mich das eher weniger an eine Adaption von dem Märchen als vielmehr an einen historischen Roman. Das spielte auch, glaube ich, ungefähr so 1880 spielt das. Ja, und historische Romane sind auch einfach nicht so wirklich mein Fall. Es ging hier mehr so hauptsächlich um Unterdrückung der Frau und Unterdrückung anderer Menschen. Denn am Rande spielte hier auch noch der Sklavenhandel eine Rolle. Ja, ich glaube, das war einfach auch nicht mein Fall. Ich fand ihn ja jetzt nicht durchgängig schlecht, diesen Roman, aber mir fehlte halt auch sehr die Spannung hier da drin. Auch wenn ich das Cover echt gerne mag und die Story-Idee ja schon sehr interessant war, kann ich diesem Band leider nur 2 von 5 Sternen geben. Kennt jemand von euch So wie Kupfer und Gold? Und was habt ihr für eine Meinung zu dem Roman? Schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Vielen Dank auch heute wieder fürs Zuschauen. Eure Rena. Tschüss.